Die hatten wir ja bis jetzt. Batman! Ja, da hat jemand zu viel Farbe benutzt. Das sieht so kritisch aus übers Gesicht. Direkt drüber, halb. Drumrum? Nee. Hier vorne war was, was mir gefallen hatte. Und zwar das hier. Die Intensität noch ein bisschen dunkler. Ich kann mir auch noch die Farbe oben einstellen. Gibt es da noch mehr von diesen Tönen? So golden wie der Rest von ihr? Das hat doch was, oder? Ja, es passt gut. Gut, wir können natürlich ihre Haare auch noch an... Also die Farbe bleibt, aber die Haarfrisur, da könnte man schon mal schauen, dass man hier vielleicht sowas nimmt, den Pferdeschwanz. Wobei, es steht ihr schon mit dem zurückgebundenen Haaren. Auch das hier sieht gleich wieder viel besser aus. Ja, das ist die erste Frisur, die es gibt. Das steht ihr einfach unglaublich gut. Das ist zu brav, das auch. Gut, das ist so eine Frisur, die ich gerne tragen würde. Ja, ich bin wieder kurz davor, mir die Haare abzuschneiden. Unglaublich, oder? Aber ich habe immer schon kurze Haarschnitte getragen. So streichholzkurze Haarfrisuren stehen mir erstaunlich gut. Ha, was nehmen wir? Was nehmen... Ja, genau, den Iro. Ach, ich glaube, ich bleibe bei dieser Frisur. Schließen. Wir wollen ja auch nicht zu viel verändern. Sehr, sehr schön. Und ein eigenes Bett haben wir. Wir können endlich mal in einem Bett schlafen. Das gefällt mir. Aber jetzt gehen wir erst zur Schmiede und zerlegen ein paar Sachen und dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, bis wie viele, kann man irgendwo nachgucken? Bis zum Aufstieg fehlt uns nicht mehr viel. Braucht man nicht mehr viel Erfahrungspunkte. Ja, weil ich würde das dann gerne mit der Schmiedekunst verbessern und dann mal gucken, wie das aussieht. Wenn wir es dann geschafft haben, mal eigene Gegenstände herzustellen. Auf in den Seidensitz. Gut, ach, wir haben ja auch die Medikamente fertig. Alle am Schlafen. Was ist denn das hier für ein Verein? Hallo? Der Schmied. Bitte. Garana oder Barton, ich weiß nicht, wer von Ihnen uns lebendig aus all dem rausgeführt hätte. Oder zumindest die von uns, die noch hier sind. Ich weiß nur, dass ich die Fenster schließen und den Keller überprüfen muss. Und ich bete, dass die Spinnen die Risse in den Dachschindeln nicht entdecken. Oh, ja, die Hausverbesserung. Ich bin deswegen hier. Es wäre mir eine Freude, die alte Weberkarte für euch auf Vordermann zu bringen. Sie könnte wirklich ein paar Ausbauten vertragen. Für ein wenig Gold könnte ich euch einen Essbereich einbauen. Was meint ihr? Das ist ja nicht viel, natürlich. Es wird im Nu fertig sein. Lasst es mich wissen, wenn ihr den Ausbau fortsetzen möchtet. Ausbauen? Nun ja, ein Labortisch wäre sicherlich hilfreich. Aha. Für ein wenig Gold könnte ich einen entsprechenden Raum anlegen. Ja, klar. Der Labortisch dürfte euch in dieser Gegend ausgesprochen nützlich sein. Aha. Hausverbesserung? Die Erweiterung des Erdgeschosses ist an ihre Grenzen gestoßen. Für ein wenig Gold könnte ich allerdings noch einen Dachboden hinzufügen. Aha. Ja, natürlich. Wartet nur ab, bis ihr den Dachboden seht. Ihr werdet überwältigt sein. Hausverbesserung? Nun, wir müssen zwar auf das Flussbett achten, aber für ein wenig Gold könnte ich noch einen Keller anlegen. Aha, klar. Ich werde den Keller anlegen und auch für einige Pflanzen und Reagenzien sorgen. Ihr werdet es lieben. Ah, gut. Hausverbesserung? Wenn ihr weiteren Lagerraum benötigt, kann ich euch für ein wenig Gold euren Keller erweitern. Ja. Seid vorsichtig, wenn ihr reingeht. Irgendwie ist während des letzten Ausbaus eine Spinne hineingekommen. Toll. Hausverbesserung? Ich kann euch den Keller noch ein letztes Mal erweitern, um euch mehr Platz für die Pflanzen dort unten zu verschaffen. Es kostet allerdings ein wenig Gold. Kein Problem, ich hab Gold. Das wird der letzte Ausbau sein, den ich für euch durchführen kann. Ich hoffe, ihr seid mit meiner Arbeit zufrieden. Keine Ahnung, ich hab's noch nicht gesehen. Lebt wohl. Gebt auf euch Acht. So, jetzt habe ich die Weberkarte ausgebaut. Und zwar bis in die Unendlichkeit. Wo war? Ich habe doch jetzt hier das Spinnenzeugs für dich gesammelt. Ach so, da muss ich zu der anderen jungen Frau. Richtig. Richtig. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Zerlegen. Primitives Ulmendingsbums. Ach, da muss ich mal auf weiter. Kann ich auch Enter drücken? Ja. Brauche ich nicht. Herstellen. Oh, sehr schön. Jetzt habe ich wieder viel mehr Ingredienzien. Ja, da brauchen wir dann also das nächste Level unbedingt. Gut, kein Problem. Dann gehen wir jetzt erstmal raus und schauen uns unser Haus an. Ich meine, hier zu wohnen ist natürlich auch... Das ist eine bezaubernde Hütte. Ich habe keine aktive Quest. Ich habe keine aktive Quest.
Ach du Heilige, gibt es hier viele Sachen. Ja, da gab es jetzt ja hier Zahn um Zahn. Das haben wir gemacht. Sterbliche Überreste haben wir noch nicht so viele gefunden. Aber werden wir noch ein paar mehr finden. Jolwan aufsuchen. Das können wir mal als aktive Quest einnehmen. Und das ist hier. Na klar, kein Problem. Wir benutzen erstmal jetzt den Netzwald hier als unser Hauptstützpunkt. Gehen wir jetzt mal zu unserem Häuschen. Ja, das sieht doch schön aus. Dann passen wir auf. Wegen der Spinne hier drin. Oh, mit Statuen. Oh, und einem Bett und meiner Schatztruhe. Und ein Keller mit Spinne. Keller mit Spinne. Keller mit Spinne? Wo ist die Spinne? Oh, ein Waffenständer. Okay. Nicht übel. Und dann habe ich auch hier meinen eigenen Gemmenschleif. Tisch. Waffengämme. Cool. Ja, Gift, Eis, Schutz, Magie, Körperschaden. Bestätigen. Schön. Kann man alles Mögliche jetzt herstellen. Physische Scherbe, Schutzscherbe, die habe ich geklaut. Nehmen wir mal unter Blitz. Oh Mann, und ja. Nie. Oh. Durchbohrungsschaden. Oh, Volltrefferchance. Okay. Und dann, ja, das ist gut. Einfassen. Das ist meine standhafte Robe, die ich zurzeit habe. Da habe ich eine Gemme der Reparatur. Setzen wir sie doch einfach mal ein. Einfassen bestätigen. Kein Problem. Und da haben wir diesen Bronze-Talisman. Den könnten wir natürlich auch noch erweitern. Mache ich jetzt aber erstmal nicht. Das reicht mir erstmal so. Das ist ja super. Und hier gibt es auch Pflanzen zum Abernten. Das finde ich einfach nur klasse. Oh, guckt euch an, wie hübsch das hier ist. So schön eingerichtet. Ich habe einen guten Einrichtungsstil. Es gibt so viele Pflanzen und Reagenzien, die hier angezüchtet werden. Aber wo ist die Spinne? Das mit der Spinne macht mir nur Sorgen. Hier sind noch mehr. Noch mehr. Habe ich irgendwas getötet? Nein, es ist ein Versuch wert. Also ich sehe keine Spinne. Gut. Das ist schön hier unten. Ein Gemmentisch. Und dann habe ich ja natürlich auch noch meinen Dachboden. Und mein Bücherregal. Ein Liederbuch und Goldmünzen. Wo auch immer die herkommen. Hallo? Spinne! Nein, doch nicht. Hier schlafe ich jetzt also. Da kann ich also wieder mein Aussehen anpassen. Gut. Hier habe ich meinen Schreibtisch. Eine Fibel aus Kanorok, die wollte ich immer schon mal haben. Und hier habe ich auch noch ein Bücherregal. Das Abenteuer. Teil 5. Das bringt mir aber nicht so viel. Kann ich ja auch Sachen wieder einlagern? Nee. Ist ja doof. Ich hätte drin lassen können auch. Nee, ja gut. Gegenstände. Da haben wir Tils Sammlung. Das Abenteuer, eine Fibel aus Kanorok. A für Arsen, Giftpflanze im Wald. B für Brücken zum Schutz von uns allen. C für Chitin, hart und kalt. D für das Dunkle, voll Gefahren und Fallen. E für Ekel vor kleblichen Krallen. F für Füße, 8 von 8 Beinen. G für Gold, für geerntete Ballen. H für Hass, jedem den Seinen. I für Igitt, vor Abscheu, wir weinen. J für Jagd auf grausige Spinnen. K für das Krabbeln der Großen und Kleinen. L für langsam den Kampf wir gewinnen. M für Maul, weiße Zähne darin. N für die Nacht der Spinnenrevier. O für die Ohnmacht, durch das Gift ganz von Sinnen. P für die Pein, die wir ertragen. Die ertragen wir hier. Q für die Qualen von Gift von den Tier. R für Rache, die wir werden üben. S für Spinnen, das dachte ich mir. T für Tote, wie drüben. U für Unbill, das Leben zu trüben. V für Vorsicht, die immer ich war. W für Wahnsinn in heftigen Schüben. X für extreme Gefahr. Y für Lyrik als Warnung für mich. Z für die Zeit zu lernen, dies Gedicht. Nein. Das ist ja ein sehr interessantes Fiebelchen, aber das kommt in den Plunder. Ein Liederbuch. Die Witwe und Helter Neunpflock. Das ist ein ganz langes Lied. Da könnte ich mal eine Melodie zu dichten.
Am Bächlein klar sitzt Hälter, sein Essen sich zu angeln. Die Witwe kommt mit Spinnenbrut und Hälter sagt trotz Bangen: Hälter Neunflug, nennt man mich, und zurück und zückt rasch seinen Stab. Er stellt sie vor die Wahl, lasst mich oder findet dein Grab. Die Witwe lacht, die Spinnen bleiben, sie hebt die Hand zu Hälter. Bist du es, der zur Braut mich macht, ihr Lächeln kalt und kälter. Hälter weiß um die Gefahr, doch schön, das ist sie sehr. Sein Leben aber ist ihm lieb, er weiß sie ab, es fällt ihm schwer. Der Bräutigam, den du begehrst, es heißt gewiss, er heißt gewiss nicht Hälter. Die Witwe aber sagt, macht mich zur Braut, ihr Lächeln kalt und kälter. Der kluge Hälter darauf sagt, nur dann du zum Gemahl mich kriegst, nur dann und niemals anders, wenn einen Tänzer du besiegst. Die Witwe lacht, ihr Hunger groß, das werde ich wohl gewinnen. Nun denn, fragt sie, der Tänzer ist, Hälter zeigt auf ihre Spinnen. Der Tanz beginnt und Hälter spielt ein Lied auf seiner Flöte. Acht Beine tanzen flinker, die Witwe kommt in Nöte. Sie gibt auf und zieht von dannen, unser Hälter angelt weiter. Dem toten Dornen ist er froh, sein Lächeln breit und breiter. Ja, random Melodie. Da könnte ich mir was zu überlegen. Wäre ja nicht schlecht. Das könnte ich mal dann in meine Schatztruhe packen, die wir ja hier haben. Tut mir leid für dieses gesangliche Desaster. Aber manches muss sein, nicht wahr? Hier haben wir noch einen Labortisch. Das ist toll. Ja, was können wir denn da mal reinhauen? Die konnte ich ja nicht zerlegen. Die kann ich dann höchstens in meinen Schrottkasten packen. Ja, ich habe so viel. Oh Mann, habe ich wieder einen Verani-Wein. Der kann da mal rein, der Verani rein. Das kann da rein, das kann da rein. Kann hier von einfacher Zornesschlitzer, ein Schlangengift kann mal weg, Hartpanzer kann weg, Flammenschutz kann mal weg, die Brandsalbe. Das lassen wir einfach mal da drin, damit ich hier einfach nicht zu viel Zeug mit mir rumschlappe. Schlappe vor allen Dingen, ne? Ja, passt ja hier. Blutungsresistenz, Band der Reisenden, das wollte ich mir nochmal angucken. Inventar, Waffen hier, primitiv. Zum Plunder, zum Plunder, zum Plunder, zum Plunder. Moment, den haben wir auch. Zum Plunder. Rüstung. Zum Plunder, zum Plunder, zum Plunder. Moment, da gibt's aber plus Eis. Schade, nee, brauche ich nicht. Zum Plunder, zum Plunder. Konsum gut. Ja, das ist alles in Ordnung. Gut, da kann ich dann wieder meinen Labortisch. Hier ist noch ein Waffenständer. Primitive Stahlschakrame. Ja, warum nicht? Kommt da ab und zu was Neues hinzu, oder wie, oder was? Noch ein Bücherregal. Oh, einfacher meiner Regenerationstrank. Okay. Was ist das denn hier unten? Oh, da war ein Sack. Ich wollte den Sack unter so eine Sackerei. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir an dieser Stelle eine kleine Pause. Ich freue mich bis zum nächsten Mal und tschüss.